erzählt eine Geschichte von einer Gruppe Lausbuben, die einen alten Mann am Stadtrand eine Falle stellen wollen. Weil die ganze Welt sagt, dass dieser Mann ein Weise ist oder ein Heiliger ist. Und sie haben die Idee, dass sie halt hingehen werden mit einem Vogel in der Hand, also der Oberlausbub und die alle anderen so Entenmarsch hinterher. Und sie werden anklopfen an der Tür und sagen, alter Mann, was habe ich in meiner Hand? Und wenn er es irgendwie schafft, doch zu erraten, was sie in der Hand haben, werden sie sagen, ja, ist dieser Vogel lebendig oder tot? Und wenn er sagt, dass er tot ist, dann werden sie ihn einmal wegfliegen lassen. Und wenn er sagt, dass er lebendig ist, dann machen sie einfach und er ist tot. Und nicht kaum haben sie die Idee gehabt und schon ausgeführt und sie begeben sich auf den Weg zum alten Mann. Und der alte Mann, wenn sie schon an der Tür anklopfen, merkt, wie so eine weiße Feder hinter den Oberlausbub auf den Boden fällt. Sie öffnen die Tür und fragen die Frage und er sagt, du hast eine weiße Taube in deiner Hand. Und der Oberlausbub ist jetzt total irgendwie erschrocken, aber er nimmt all seinen Mut zusammen und fragt, ist dieser Vogel, ist diese Taube lebendig oder ist sie tot? Und der alte Mann schaut ihn einfach eiskalt, knallhart in die Augen und sagt, die Antwort auf diese Frage liegt in deinen Händen. Und genau das ist, was passiert in dem Evangelium heute, wenn wir hören, dass ein Pharisäer zu Jesus kommt, um ihn eine Falle zu stellen. Und er fragt, was ist das erste Gebot? Und Jesus antwortet und sagt, Gott zu lieben über alles und den Nächsten wie dich selber. Und dann sagt der Pharisäer, richtig hast du geantwortet, das ist viel mehr wert als alle Opfer. Und dann schaut ihn Jesus an und sagt, du bist nicht weit vom Reich Gottes. Und dann sagt das Evangelium, sehr schön, nach diesem Moment wagte niemand mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Und warum war das so? Weil dieser Pharisäer zu Jesus kommt, um ihn eine Frage zu stellen, ihn eine Falle zu stellen. Und auf einmal merkt er, dass er selber impliziert ist in der ganzen Sache. Er kommt zu Jesus und er ahnt gar nicht, was ihm passieren wird in diesem Augenblick. Er denkt, dass er Jesus eine Falle stellen wird. Aber auf einmal merkt er, dass diese Frage in seinen eigenen Schoß wiedergelegt wird und dass er jetzt selber antworten muss auf diese Frage. Und nicht nur irgendwie theoretisch, sondern mit seinem Leben. Und was ich halt euch wünsche, was ich mir selber wünsche, gerade jetzt auch in dieser Fastenzeit, dass wir immer mehr lernen, auf Jesus zu antworten, aber nicht irgendwie theoretisch, sondern mit unserem Leben. Dass wir immer mehr begreifen und verstehen, weil Jesus nicht mit dem Leben antwortet, antwortet gar nicht auf ihn.